Influencer sind Vorbilder vor allem für junge Nutzer, vor allem auf Instagram. Und sie präsentieren nicht nur sich, sondern auch ihre Lieblingsklamotten, Lieblingshotels oder Lieblingsfernsehsender. Wo fängt in sozialen Netzwerken Werbung an? Influencer können mit ihren Posts viel Geld verdienen. Wie viel, das hängt unter anderem von der Zahl ihrer Follower ab oder von der Zahl der Kommentare. Deutsche Spitzenverdienerin 2017 war Stefanie Giesinger. 12.000 Euro pro Post soll sie von Unternehmen bekommen haben für Produktpräsentation. Das sagt eine Studie. Bloggerin Vreni Frost sagt, pro 10.000 Follower sind so rund 100 Euro drin. Dass bezahlte Posts als Werbung zu kennzeichnen sind, ist klar. Das haben Gerichte auch schon so entschieden. Aber warum steht vor allem auf Instagram jetzt fast überall Werbung, Anzeige, Ad oder Advertisement? Es gibt da den Verband Sozialer Wettbewerb, VSW. Der will, so schreibt er selbst, unlauteren Wettbewerb und Wirtschaftskriminalität bekämpfen. Deshalb mahnt er derzeit vor allem Instagram-User ab. Der Vorwurf? Schleichwerbung. Die Drohung? Hohe Strafzahlungen. Denn zum Beispiel im Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb steht, unlauter handelt auch, wer den kommerziellen Zweck einer geschäftlichen Handlung nicht kenntlich macht. Eine mittlere zweistellige Zahl an Abmahnungen hat der Verband in Sachen Influencer derzeit ausgesprochen, sagt er selbst. Medien schreiben von einer Abmahnwelle und Angst in der Szene. Hä? VSW? Abmahnung? Dürfen die das? Ja. Prinzipiell dürfen auch Verbände unter bestimmten Voraussetzungen im Wettbewerbsrecht abmahnen, auch der Verband Sozialer Wettbewerb. Kompliziert wird es, wenn für einen Post gar kein Geld fließt und es auch keine andere Gegenleistung gibt. Beispiel Fitnessmodel Fiona Erdmann. Auf diesem Foto hatte sie die Marke ihrer Leggings getaggt. Ohne dafür Geld zu bekommen, sagt sie. Wer auf diesen Tag draufklickt, kommt direkt zur Instagram-Seite des Unternehmens. Das Landgericht Itzehoe entschied in ihrem Fall, solche Tags müssten prinzipiell als Werbung gekennzeichnet werden. Anders im Fall von Vreni Frost. Auch sie hatte Marken getaggt. Zum Beispiel als Hinweis zu einer Modefirma. Urteil Kammergericht Berlin, nicht jeder Tag müsse zwangsläufig gekennzeichnet werden. Gerichte urteilen unterschiedlich. Auch deswegen markieren Nutzer im Zweifel eher alles als Werbung. Selbst Mini-User wie ich. Dem Verbraucher gibt das keine Orientierung. Es gibt zwar Leitfäden, ob und wie Posts als Werbung zu kennzeichnen sind, sie schützen aber nicht mit Sicherheit vor Abmahnung. Influencer versuchen mit eigenen Events auf das Problem aufmerksam zu machen. Mir geht es um eine Transparenz und mir geht es um eine Rechtssicherheit. Und das geht natürlich völlig verloren, wenn alle alles als Werbung kennzeichnen müssen. Ich glaube, dass die Richter und allgemein die Leute, die im Moment Entscheidungskraft oder Gewalt haben, dass die einfach das ganze System nicht verstehen. Wo muss Werbung draufstehen und wo nicht? Darauf könnten diese Prozesse eine Antwort liefern. Kathi Hummels und Fitnessbloggerin Pamela Reif. Sie haben angekündigt und sicher auch das Geld, bis vor den Bundesgerichtshof zu ziehen. Und erst dann, mit einem BGH-Urteil, könnte es, zumindest in Deutschland, Klarheit geben.